Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu dem letzten Video aus Schladming. Ich stehe gerade noch vorm Hotel. Wir haben gerade ausgecheckt. Vielen Dank nochmal an das Stadthotel Brunner für die Kooperation. Es war super schön bei euch. Das Essen war mein absolutes Highlight hier. Habe mich jeden Tag aufs Abendessen und das Frühstück gefreut. Ja, wir werden heute nochmal den letzten Trip in Bikepark Schladming machen mit Bike and Ride. Kevin von Outdoor Otter, die Mandy, der Marcel, der Lenker Lukas und alle nennen ihn der Spanier, ich habe seinen richtigen Namen vergessen. Wir gehen eine Runde Biken heute zusammen. Wir sind richtig früh dran, weil wir irgendwie alles zeitlich gut geschafft haben. Deswegen machen wir es jetzt ganz gemütlich, holen uns ein paar Tickets und heute Abend geht's nach Saalbach. Am Ende des Videos werde ich euch noch ein finales Feedback zum Thema Schladming geben. Viel Spaß beim Video. Stopp! Nein, ich auf einer. Ist aus. Zur ersten Runde Warmrollen stand mal wieder die Flowline auf dem Programm. Und mit so vielen Leuten zusammen hat das sogar richtig Laune gemacht. Ah, ich habe die Brille vergessen. Kevin! Oh, diese Kurventechnik, Kevin! Oh Gott! Der hat ein bisschen gekickt, ne? Nach dem entspannten Warmrollen auf der Flowline sind wir dann nochmal hochgestartet und wollten die Rookie Downhill fahren. Am ersten Tag, als Michi und ich hier waren, war sie ja leider gesperrt wegen Reparaturarbeiten, doch heute ist sie komplett offen gewesen. Also sind wir nochmal nach oben gefahren und haben uns diesmal die Rookie Downhill komplett angeschaut. Die ersten zwei Abschnitte der Rookie Downhill hatten mir schon am ersten Tag super gefallen, allerdings war ich sehr gespannt, was unten noch auf mich wartet. Ich mag es ja irgendwie, wenn man neue Lines das allererste Mal fährt und irgendwie immer intuitiv agieren muss.
helfen dich. Dann kommt noch drauf. An diesem Punkt hier mussten wir das letzte Mal auf die Pro-Line wechseln, doch jetzt konnten wir ganz gemütlich die Rookie Downhill uns weiter anschauen. Also, ich sitze ja jetzt etwas mehr als 2 Jahre auf dem Fahrrad und ich muss sagen, in diesem Urlaub ist mir bewusst geworden, wie viele Sachen ich schon intuitiv einfach irgendwie fahren kann. Also ich finde, es sieht nicht so aus, als würde ich die ganzen Strecken hier so zum ersten Mal fahren, sondern ich mache schon intuitiv irgendwie ganz schön viel richtig. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass sich die ganze Arbeit der Basics und das ewige Wiederholen und das auch im Winter durchfahren sich irgendwie langsam auszahlt. Und das hat mich einfach extrem gefreut, denn ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr bin ich mit viel, viel mehr Angst gefahren, mit viel, viel mehr Kopf und weniger Gefühl. Und dieses Jahr, ja, wie soll ich sagen, fahre ich einfach nach Gefühl und mit viel, viel weniger Kopf und meistens funktioniert das Ganze um einiges besser. Ach, hier sind wir wieder. So, neuer First Ride, Rookie Downhill. Falsch, Drama, hier alles.
mega das Gap. Nach der Runde auf der Rookie Downhill sind wir nochmal nach ganz oben, um anschließend auf die 99 Jumpline zu wechseln. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, dass ich die ganze schon mal abgerollt bin, allerdings bin ich die noch nie richtig gefahren. Und diesmal hatte ich hier ein paar Leute vor mir, wie den Marcel, der direkt vor mir fährt, der wesentlich besser springen kann als ich. Und wie soll ich sagen, ich bin dann einfach den Jungs hinterher gefahren und das hat ganz gut funktioniert. Allerdings seht ihr das erst im nächsten Video. Also lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mir gerne schon mal vorab in die Kommentare, was ihr so von der 99 Jumpline haltet, ob das wirklich eine gute Jumpline ist oder ob der Hype überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Das war knapp, Digga.